Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen auf der idyllischen Insel Kreta. Ach, ist das schön hier. Freut mich, dass ihr bei mir seid, hier in Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Okay, wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Was haben wir da? Ein Steinpodest. It's just about the same size as the stone discs. Okay, da benutzen wir mal den Sonnenstein mit. Listen. Yes? Mind if I look at your necklace? Ach nee, ich wollte gar nicht Thanks. Sophia anschauen. Ich wollte den Sonnenstein anschauen. Okay. Aufgehende Sonne, mal gucken, ob das macht. Well, that didn't do anything. Nee, da fehlt uns noch ein Stein. Aber den werden wir hier schon noch finden. Was haben wir da? Geröll. Benutze Schiffsrippe mit Geröll. Ist da was drunter? Nimm Geröll. Okay, sonst ist da nichts. Gut. Ein was habe ich leider schon genommen. Die Aufnahme ist mir abgeschmiert. Ihr habt nicht viel verpasst. Ich kann euch sagen, was war. Und zwar dieses Vermessungsgerät stand hier oben auf einem Stein. Das ist das Einzige, was ihr verpasst habt, dass ich das Vermessungsgerät aufgenommen habe. Das stand nämlich hier, auf diesem Stein. Okay. Dann schauen wir uns mal noch ein bisschen weiter hier um. Und gehen mal da runter und schauen uns die Ruinen ein bisschen genauer an. Ach ja, ich würde gerne mal wirklich nach Kreta und mir diese Ruinen anschauen. Wir gehen mal da rein. Was gibt's hier? Auch wieder Geröll. I don't think that'll work. I can't pick that up. Okay, sonst brüchige Wand. Schau an, brüchige Wand. It's amazing it's lasted this long. Benutze Schiffsrippe mit brüchige Wand. I don't think that'll work. Was ist da? Eingang. Tonkrüge. Schau an, Tonkrüge. Okay, da ist nichts drin. Was ist da? Noch mehr Geröll. Und noch mehr Tonkrüge. Da ist aber was da hinten. Steine. Schau an, Steine. Nimm Steine. Drücke Steine. Ziehe Steine. Benutze Vermessungsgerät mit Steine. Okay. Die sind nicht eben genug. Was ist hier? Wandgemälde. Schau an, Wandgemälde. It's an ancient diagram of some kind. There's a bull's head, horns and tail. The lines appear to converge on that circle. Wir reden noch mal mit Sophia. One of the stone discs? Listen. Yes? Can you understand what this mural means? Maybe it's a treasure map. Do you think the Nazis have been here? I don't know, but we should be careful. Something tells me they're not far away. What do we do now?
I'm not sure. Let's figure out what the mural means. Should we split up? And take a chance you'll get hopelessly lost? Not on your life, Buster. Okay. Dann gehen wir mal da hinten hin. Gucken, was da in dem Eingang drin ist. Auch nur Geröll. It's a pile of rubble. I don't think that'll work. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass irgendwo was drin ist. It's a pile of rubble. Da hinten. Listen. Well? Some palace the Minoans had, huh? According to Nurab Sal, they were nothing but the Atlanteans' country cousins. Okay, jetzt kann ich die Musik aber wieder ein bisschen lauter machen. What do we do now? I'm not sure. Let's figure out what the mural means. Okay, was mit den Steinen da? Benutze Vermessungsgerät mit Steinen. Drücke Steine. Ziehe Steine. Was mit den Steinen da? Irgendwelchen Steinen hier kann ich den das Vermessungsgerät stellen. Benutze Vermessungsgerät mit Steinen. Was ist damit, mit diesem Stein? Drücke Steine. Ziehe Steine. Oh, da ist noch ein Eingang, den habe ich ganz übersehen. Das bringt uns alles nichts. Ah, benutze ich den Bernsteinfisch. Ich glaube, man könnte damit irgendwas hier finden. Benutze Bernsteinfisch. It's pointing at Sophia's necklace. It's pointing at Sophia's necklace. Sophia stört das Gerät. Listen. Yes? Here we are in the ruins of Knossos. Hang on a minute. Nurab Sal speaks! He tells me that in his travels, he has walked this ground and bids us find the underworld passage to his ancestral home. How do you do it? Radio? Signals from the fillings in your teeth? Still the wise guy. You'll learn. What do we do now? I'm not sure. Let's figure out what the mural means. It's pointing at Sophia's necklace. Okay, das bringt uns gerade nichts.
Was jetzt? Ich brauche eine Idee. Was mache ich jetzt? Kann man die brüchige Wand drücken? I can't move it. I can't move it. Ich weiß, irgendwo konnte man. Irgendwo konnte man Steine bewegen. Da hat er was gefunden. They won't move. It's pointing at Sophia's necklace. I can't move it. Irgendwo hier. Ich glaube, man hat hier unter dem Geröll teilweise was gefunden. Nee, hier nicht. Man muss da nur das Geröll zur Seite schieben und hat man es gefunden. It's pointing at Sophia's necklace. Drücke Geröll. I can't move it. Ah, Mann. Mann, ist das lange her. Das ist richtig, richtig lange her, da ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Und die Stelle hier, die war schon immer echt schwer. Okay, das ist das Gemälde. Vielleicht hier unterirdisch. Okay, wir gehen jetzt mal da rein. Nutze Bernsteinfisch. It's pointing at Sophia's necklace. Ja, toll, Sophia. Echt, echt toll. Benutze Bernsteinfisch. It's pointing at Sophia's necklace. Toll, toll, toll. Das ist gerade mal eine richtig frustrierende Folge. It's pointing at Sophia's necklace. Mache ich das gerade so falsch? Ich glaube ja. Okay, das ist also nicht die Lösung für das Problem. Okay. Oder ging es um die Steinhaufen hier? Nimm Steine. Was ist mit den Steinen da? Wobei gehen erstmal zu den Steinen da. Irgendwo konnte man Steine bewegen. They won't move. Toll, toll, toll. There's a statue here. Ah. Nimm Ochsenkopfstatue. Okay, schau an, Ochsenkopfstatue. It's a bull's head statue. Entschuldigung. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Okay, was kann man hier noch finden? Nimm Steine. They won't move. Da sind noch mehr Steine. Nimm die Steine. Wie, dass man noch mehr gefunden hat, außer nur die Ochsenkopfstatue. Schau an, große Hörner. Okay. Ich weiß noch, nach denen musste man irgendwie das Dingsbums ausrichten, das das Vermessungsgerät.
I can't level it on these stones. Okay, wir schauen uns nochmal das Wandgemälde an. Ochsenkopfstatue. Da muss die Steinscheibe sein. Aber da muss, das heißt, dass rechts von der Ochsenkopfstatue hier noch irgendwas sein muss. Also eigentlich dann der Stein. They won't move. Dann das andere rechts. Nee, hier, Indy. Ach, Menno. I can't pick that up. Irgendwo muss noch ein Steinhaufen sein, dem wir noch interagieren müssen. Dem da haben wir schon interagiert, der ist es nicht. They won't move. Irgendwo kann man noch was aufheben. Move. Was mit den Steinen da? Hier noch irgendwo Steine. Ah, nimm Steine. They won't move. Ida? They won't move. Oh, ich komme mir gerade echt richtig, richtig doof vor. They won't move. Ich rede doch mal mit Sophia. Listen. Yes? What do we do now? I'm not sure. Let's figure out what the mural means. Danke, Sophia. Das war echt unheimlich hilfreich. Ich bin froh, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Ich weiß, dass man zwei Sachen finden konnte, weil das Wandgemälde stellt eine Karte dar. Und die Karte zeigt an, wie man da den Vermesser einstellen muss. I can't pick that up. I can't pick that up. Ah, Mist. Oh, ich drehe gerade ein bisschen am Rad. Es macht mich gerade ein bisschen aggressiv, dass ich jetzt nicht drauf komme, wie das geht. Ja, ich bin richtig aggressiv. Seht ihr mal, wie aggressiv ich werden kann. So richtig furchteinflößend. Dingensbummens. Hier ist auch nichts. I need to find a way down there. Sophia. Yes? What do we do now? I'm not sure. Let's figure out what the mural means. Okay, sie sagt immer dasselbe. Man bekommt keinen weiteren Tipp. Das ist gerade echt frustrierend. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwo was gibt. Ich glaube es eigentlich fast nicht, dass wir hier noch irgendwas finden, hier weiter draußen.
Ich weiß nur noch, dass der Eingang zum Labyrinth von Kreta da ist, hier irgendwo. Benutze Bernsteinfisch. It's pointing at Sophia's necklace. Ah, toll, toll, toll. Ach Gottchen. Hier ist aber auch nichts, was wir irgendwie... Nee. Gut, dann würde ich sagen, ich mach mal Schluss für diese Folge und schaue mich hier noch ein bisschen weiter um und rätsel. Und in der nächsten Folge kommen wir dann weiter. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade hier so am Verzweifeln war. Tut mir echt leid. Liebe euch.